Sie haben Post. Bin fast umgekippt. Keine Kurznachricht? Ja, aber wie komme ich da jetzt hin? Wie komme ich an mein Postfach? Keine Ahnung. Wir können leider immer noch nicht gucken, auf wie viel der Tempomat eingestellt ist, aber jetzt machen wir so. Vollgas. Ein Klick. Irgendwie werden wir nicht schneller. Ah, jetzt ja. Ging bergauf, daran lag's. So. Meine Damen und Herren, wir haben unsere Reisegeschwindigkeit von 80 km/h auf der A2 Hannover Richtung Dortmund erreicht. Sie können sich abschnallen und sich frei bewegen an Bord. Getränke werden Ihnen später serviert. Ich melde mich, wenn ich wieder am Ziel bin. Euer Pilot. Den hätte ich Flight Simulator spielen sollen. So. Mal gucken, wie oft wir diese Fahrt hier noch machen. Hannover, Dortmund, Dortmund, Hannover. Ich lasse mich mal überraschen. Ich würde jetzt aber gerne wissen, wie ich an die Nachricht rankomme. Wozu habe ich denn hier die Kurznachrichten, wenn ich da nicht hinkomme? Dienstleistungen, ja. Sollten wir irgendwas kaputt gemacht haben, gibt es auch sowas wie einen Notruf. Auftrag abbrechen möchten wir nicht. Keine Ahnung. Ich denke, die Nachricht können wir spätestens, wenn wir angekommen sind, auch noch lesen. Ja, wir haben noch 183 Kilometer vor uns. Jetzt sind es 182, 181. Also, ihr seht, es ist ungefähr die Geschwindigkeit, als würden wir 300 fahren. Oder sogar schneller. Da werden wir vom Reisebus überholt. Sehr typisch. Das kennen wir nicht anders. So, wir können ja mal gucken, ob ich. Ich lasse es lieber. Hier ist gleich eine Ausfahrt. Hier ist sehr viel Verkehr. Ich blinke schon mal und fange an, mich einzuordnen, nachdem wir den vorbeigelassen haben. Wunderbar. Jetzt sollte eigentlich auch nichts mehr schief gehen. Nur noch einen Unfall bauen. Ich habe es, glaube ich, noch nicht geschafft, eine einzige Fahrt auch nur zu beenden, ohne eine Strafe für irgendwas zu bekommen. Habe ich Licht an? Ja, Licht ist an. Da geht noch Fernlicht. Perfekt. Lichthupe. Und Hupe geht auch. Was ich mich jetzt frage, geht denn die normale Hupe auch? Normale Hupe geht nicht. Eieieiei. So. Ich mag's gerade zu hupen. Lastkraftwagenfahrer tötet. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Eine Fahrt vorwärts, eine Fahrt rückwärts. Juhu. Ein Kirmes- oder Jahrmarkt-Simulator, beziehungsweise Fahrgeschäfte-Simulator gibt es auch, habe ich gesehen. Ist, glaube ich, aber noch. Ich weiß nicht, ob es noch eine Alpha-Version ist. Auf jeden Fall ist der wohl, glaube ich, noch nicht komplett fertig. Sieht aber schon mega cool aus. Ich habe da mal irgendwo auf YouTube Videos gesehen. Waren, glaube ich, sogar nur zwei an der Zahl. Der würde mich auch nochmal interessieren. Das wird wahrscheinlich auch eine sehr kurze Reihe, weil sehr viel wird es da nicht zu geben. Ich werde mal gucken, ob ich den finde. Und was der so kostet. Wenn die jetzt natürlich 30 € haben wollen für eine
so eine kleine Pre-Alpha-Version, wo halt nicht so ultra viel geht, dann nicht, aber ich gucke mal. Das ist mit Sicherheit auch ganz lustig, mal so für zwischendurch, mal samstags abends oder so kann ich sowas mal reinschmeißen als Video. Oder sonntags morgens, dass man irgendwas zu gucken hat. Ja, wir sind ja noch fleißig schon unterwegs. Mit unserem, was, Magdeburger Kennzeichen, ne? MD, Magdeburg. Ich bin auch Magdeburger. Und ich kann den Dialekt gar nicht. Überhaupt nicht. Ja. Das Truckersleben. Zweiter Auftrag. Ich werde mal sehen, was passiert, wenn ich jetzt die Handbremse ziehe. Keine Vollbremsung auf jeden Fall. Ich glaube, das war die falsche Taste. Das war Tempomat an und nicht Tempomat wieder aufnehmen. Da muss ich mich gleich noch mal ein bisschen dran gewöhnen, welche Taste hier was ist. So, und wie ich auch gerade jetzt gelernt habe, scheint Scania nur bis. Fährt der 90 über Tempomat? Ja, macht er. Aber der reagiert ja übersensibel einfach auf mein Drehrädchen, wo ich es jetzt draufgelegt habe. Daher muss ich aufpassen. Ein Klick ist irgendwie mehr als 5 km/h einstellen, anscheinend. So, wir fangen schon mal wieder an zu blinken. Ja, bleib schön hinter mir. Ich habe da nur so ein Flimmern im Spiegel gesehen und dachte mir, das ist ein Auto, aber irgendwann muss ich auch mal rüber, wenn ich blinke. Wenn der mir jetzt wieder reingekachelt wäre, ich weiß nicht. Ey, ey, bleibt mal immer schön locker, Leute. So. Ich glaube, dass der Transporter da hinten mir eben reingefahren ist. So, hoffen, dass wir hier nicht wieder umkippen gleich. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt habe ich die andere Taste gedrückt, ob wir wieder auf 80 hoch beschleunigen. So, Kassel-Dortmund wollen wir nicht. Daher sortieren wir uns direkt schon mal richtig ein. Wir fahren schon wieder zu schnell, Leute. Was ist denn mit dem Tempomaten hier? Jetzt zu langsam. Ah, weil hier nur noch 60 erlaubt sind. Alles klar. Die kriegen wir aber hin. Achtung, Radarkontrolle. Schön smooth 60 fahren, besser ist das. Und jetzt können wir wieder 80. Vollgas. Wobei, lohnt sich jetzt aber auch nicht mehr. Hier müssen wir nämlich runter. So. Läuft schon mal geschmeidig. Bremse brauche ich soweit eigentlich bis jetzt kaum. Geht recht gut mit Motorbremse und Retarder. Ja, den überholen wir jetzt einfach mal ganz, ganz krass. Bin nämlich schon schneller. Bevor der mal auf 80 hoch beschleunigt, ziehen wir dran vorbei. Macht der auch Lichthupe, wenn ich? Nee, macht er nicht. Schade eigentlich. So, jetzt kann der Tempomat auch schon wieder aus. Da ist nämlich irgendwo gleich eine Ampel, glaube ich. Oder auch da noch nicht. Dann wollen wir noch ein Weilchen. Ja, Grafik ist natürlich auch jetzt nicht so mega von dem Spiel. Allerdings, ich muss auch dazu sagen, ein bisschen musste ich so runterstellen wegen OBS. Obwohl ich ja meine Grafikkarte mittlerweile etwas übertaktet habe. Aber ist keine Garantie. Ich habe auch keinen Bock, dass mir das Spiel abschmiert oder so. Das wäre ziemlich kacke.
So, Reisegeschwindigkeit von 50 km/h. Verehrte Passagiere und Fahrgäste, wir erreichen gleich unser Ziel. Bitte setzen Sie sich wieder hin, schnallen Sie sich an, packen Sie die Getränke weg und machen Zigaretten aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Pilot. Ich hätte wirklich Pilot werden sollen. Oder wenigstens Flight Simulator spielen sollen. So, jetzt musste ich aber. Das war zu viel des Guten. Viel zu viel. So, da ist die Ampel. Ziehen wir die Handbremse an, wie sich das gehört für einen Trucker. Und los geht's. Ich sehe gerade, wir fahren auf der falschen Spur. Ich muss da wieder rüber. Irgendwie war ich gerade der Meinung, ich müsste mich hier links einordnen. So Leute, jetzt wäre es aber auch nett, wenn er mich mal reinlasst. Hallo. Ey, ich blinke und blinke. Das ist halt tatsächlich KI von Landwirtschaftssimulator. So, angekommen. Wir parken direkt ein, wie sich das gehört. Gucken wir mal, dass wir das diesmal in einem Zug hinkriegen. Wobei hier in der Ecke halt schon ein bisschen schwerer immer ist. Na, aber die Ecke geht. Hier steht nicht so viel Gerümpel rum. Ja, erstmal in die falsche Richtung lenken. Und ein bisschen die Mauer knutschen, auch ganz wichtig. Das habe ich nämlich gerade gemerkt. Ja, das war viel zu doll eingeschlagen, aber den kriegen wir noch halbwegs positioniert. So, dass wir jetzt ein bisschen schräg kommen, ist überhaupt nicht schlimm. Das ziehen wir nämlich jetzt gerade. Und drücken den jetzt ordentlich hier rein. So, wir stehen. Und abkoppeln. Wir haben unseren zweiten Auftrag erledigt, Leute. Sehr schön. Verbrauchter Kraftstoff 119 Liter. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Bringt uns nur im Moment noch nicht so wirklich viel. So, wir haben 3.900 verdient. Das ist okay. Erfahrungsbonus 53. Naja, immerhin etwas. Wir können einen neuen Fähigkeitspunkt verteilen. Eigentlich gibt es fast überall dasselbe irgendwo, ne? Ja gut, hier gibt es so 3% Vergütung, 20% Erfahrungsbonus. Ich nehme erstmal die hochwertigen Frachten. Ja, nehmen wir. Anwenden. Sehr gut, hier, so, da ist unser E-Mail-Fach. Selbstständige Fahrer gesucht. Sie sind einer beruflichen Veränderung interessiert. Für eine große Zahl an Auslieferungen suchen wir fähige Fahrer mit eigenem LKW. Habe ich nicht. Hab ich nicht. Wir könnten zur Bank gehen und einen Kredit holen. Nein, machen wir nicht. Bin ich kein Fan von. Absolut nicht. Dementsprechend fackeln wir nicht lange. Wir haben 9.700 auf dem Konto. Alter, im Menü habe ich aber gute Frame-Drops, wa? Das sehe ich ja jetzt erst. Ja, jetzt hat sich's wieder eingefangen. Nur wenn ich die Maus bewege, dann schmiert das gewaltig ab. Eventuell gucke ich noch mal eben Grafik. Ich weiß auch nicht wieso, weshalb, warum das so ist. Wir könnten die Helligkeit mal ein Stückchen runterschrauben. Macht er nicht. Bildwiederholrate. Gerne 144 Hertz. Erstmal noch mehr fordern, als es sowieso schon ist, ne? Anwenden. Ich bin gespannt, was jetzt passiert.